Namen unseres ganzen Teams begrüße ich Sie bei diesem Fachtag, wie Projekte laufen lernen, wo es um ein im Grunde theoretisches Thema geht. Aber wir alle machen natürlich ständig Projekte und wir von KISS auch. Ich übernutze auf Input, auf interessante Vorträge und Austausch. Ein gutes Projekt ist eine klare und konkrete Zieldefinition. Jetzt gibt es einen Vortrag, der so ein bisschen der Hauptvortrag des Tages ist, des Vormittags. Dann gibt es noch eine kleine Kleinkunsteinlage dazwischen. Eine Frage- und Diskussionsrunde. Es gibt noch einen Beitrag über Amos, die Kreativwerkstatt, die hier diese tolle Kunstausstellung uns hingestellt hat. Eine Studierende, die ihre Masterarbeit über dieses Projekt geschrieben hat, stellt das Projekt aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive vor. Ich glaube, ich bin für mich auf die Formel gekommen, dass es geht ja beim Projekt aber auch viel um Qualität. Und ich glaube, die Qualität lässt sich daran messen, ob es bei den Menschen ankommt. Und nachmittags gibt es dann die Fachworkshops, wo es dann ans Eingemachte geht und wo es dann für die Teilnehmenden anstrengend wird. Eigenschaft eines guten Projektes ist die Leidenschaft derer, die es umsetzen. Ich glaube, ohne Leidenschaft kann man niemanden erreichen. Insofern sollte die Leidenschaft und die Liebe zum Projekt an erster Stelle stehen. Also insgesamt fand ich den Vortrag von Herrn Pfander ganz interessant und dabei habe ich ganz besonders angesprochen, dieses agile Modell. Ich fand es heute richtig gut. Ich finde, der Tag ist richtig gut gelaufen.